Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Permadeath Run Season 2 Part Nummer 33. Wir starten da, wo wir aufgehört haben und holen erstmal die ganzen Fregatten wieder zurück. Gucken wir mal, ob wir diesmal wieder schöne Sachen dabei haben. Einmal Lagererweiterung, der Rest ist nur so meh. Dann haben wir aber ja hier einmal vielleicht wieder Glück mit psionischen Eiern. Nein, aber noch eine Lagererweiterung. Komm, hier sind drei organische Fregatten dabei. Da muss doch jetzt was. Zwei Lagererweiterungen. Ein psionisches Ei. Ein psionisches Ei. What? Die Dinger kommen einfach viel zu selten. Man muss halt sagen, das lebendige Schiff wäre an sich total geil, aber es dauert Ewigkeiten, das komplett einmal zu machen. Ne? Also wirklich Ewigkeiten. Und ist vor allen Dingen auch noch zusätzlich sauteuer, ne? Muss man halt auch nochmal sagen. Also die lebendigen Fregatten erstmal organisieren. Ich meine, hat man ja im letzten oder vorletzten Part gesehen, ich weiß es gerade nicht mehr, dass ich einfach 67 Millionen dafür investiert habe. Ich meine, ist jetzt nicht weltbewegend, kein Riesenbeinbruch für mich, aber ist halt jetzt auch nicht nichts, ne? Sind noch was zu verdecken. Das kann noch weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das. Und das. Also Kohle habe ich noch, so ist nicht. Aber could be better. Gerade mal gucken, ob ich schon neue Expeditionen habe. Ich glaube fast noch nicht. Nee. Warte mal, steht da? Nee, steht da nicht. Schade. Guti. Ich hatte mit Esker gesprochen und der hat gesagt, jo, grüner Jäger, ich habe einen geilen Namen dafür. Nennen wir ihn jetzt den grünen Kobold. Natürlich gibt's kein Ü dabei, aber ey, passt schon. Dann machen wir uns erstmal hiermit wieder auf den Weg. Wir hatten ja Autophagen gefunden. Beziehungsweise gesucht gefunden. Da gucken wir doch jetzt erstmal vorbei. Vielleicht haben sie ja was Schönes. Ja. Ich möchte das auf jeden Fall so machen, dass ich mir noch ein S-Klasse Shuttle organisiere. Dann noch ein Wächterschiff organisiere, ein gutes. Und dann habe ich jede Art von Schiff. Dann habe ich ein exotisches, einen Jäger, ein Shuttle, einen Transporter, einen Forscher, Schrägstrich Entdecker, einen Wächter und ein lebendiges Schiff. Das ist an sich schon mal ganz nice. Oh, ein zensierter Planet. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wie der aussieht.
sind ja auch jetzt sofort da. Leider relativ unspektakulär. Muss man ja sagen. Ah, hier ist es Kim. Einmal sehen, womit ich hier unterwegs bin. Ja, macht jemand. Aua. Tschüss. Sind ja komische Viecher. Ah, das sind Kind of Tiger. So. Hallo, Artefakt. Bevor ich aber mit euch spreche, erstmal, Multiwerkzeug-Erweiterungsplatz. Bett. Erstmal hier das, den harmonischen Schrott einmal wieder aufsammeln. Lebender Schleim. Nicht so gut. Leere Modes, das ist auch gut. Zähe Flüssigkeit ist wieder kacke. Unkontrollierbarer Schimmel ist okayisch. Gravitobälle. Also sonst gibt es hier anscheinend nichts Interessantes. So, dann gehen wir doch erstmal hier mit Speicherregister. Was haben wir denn? Wir haben 8, wir haben 14 und wir haben 4. 8, 14, 4. So, das einmal deaktivieren und dann ein Dissonanzabschlag. Gucken wir mal, was wir da so finden. Dissonanzspitze. Dann können wir ja noch leere Modes tauschen. Vorausgesetzt, hier gibt es was Schönes. Sauteuer auf jeden Fall hier, 712. Okay, aber keine Special Sachen anscheinend. Ehrlicherweise bin ich trotzdem eher dazu geneigt, gerade erstmal die ganzen Cosmetics freizuschalten, weil dann habe ich sie halt. Ach ja, komm. Why not? Und dann reden wir doch mal mit den Leuten hier. So, erstmal ein Geschenk überreichen, weil wir müssen uns ja auch noch gut mit denen stellen.
Unterstützung anbieten. Was willst du denn? Umgekehrter Spiegel. Ist ja gar kein Problem. So, guck mal an. Da habe ich doch direkt rein. Einreichen. Easy. So. Hallo Dude. 4 strahlende Splitter. Gar kein Problem. Habe ich. Muss man aktualisieren? Oder habe ich nicht? Fehlen doch noch ein paar. Können wir nochmal eben hier. Jetzt haben wir so. Der braucht noch einen zusätzlichen schreienden Splitter, aber ich glaube, davon habe ich eh noch genügend. Überreichen wir dem noch das Geschenk. Ich wollte das sagen, hier sind doch nicht nur zwei. Ein Richter Pistole ist da. So. Was hast du denn? Einen verirrten Autofragen-Referien, ja, das ist gar kein Problem. So, Pistole, rechter Beet hier, nice. Ich muss echt mal die ganzen Dinger mal verschrotten dann. So, den kann ich auch noch wiederherstellen. Das sieht ja irgendwie wild aus. Warte mal, wie weit ist 17 Stunden? Ja. Wo ist denn die 35 Minuten zu Fuß, das heißt mit dem Roma wahrscheinlich easy holbar, oder? Ja, keine 10 Minuten. Fahren wir hin. Können wir hier zwischendurch auch noch Zeug mitnehmen. Haben wir ja wieder einiges verballert. Nehmen wir das gleich wieder mit. Umgekehrter Spiegel nehmen wir doch auch wieder mit. Sehr gut. Dann sagen wir einfach adios. Ihr könnt mich mal.
Lässt mich fahren. Oh Gott, nö. Bin ich jetzt hier? Gut, dass man einen Boost hat. Da kommen wir ja gut mit raus. Oh, ernsthaft? Fusionsantrieb schon wieder leer? Das Ding ist so schnell immer leer. Und schon wieder unkaputtbare Bäume. Durchscannen, aber hier ist anscheinend sonst nichts. So, in 6 Minuten sind wir auch schon da. Wir haben auf jeden Fall wieder genügend gesammelt. Dann noch einmal den anderen Berg hoch. Interessant, dass wir bisher nur eins von den Resonatoren gefunden haben. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht aktiv nachgesucht, aber ein paar Mal häufiger dürfte es sich schon geben. Vier Minuten noch. Beziehungsweise die Anzeige stimmt ja nicht. Das ist ja. Der Roma ist ja so schnell. Gerade mit dem Boosten, das zu berechnen. Und dann hier solche Steigerungen. Auf dem Ding ist es. Oh Gott. Oh Gott, ich hab Angst. Das backt mir gerade ein bisschen zu viel hier runter. Ich hab ein bisschen Sorge, dass ich da wirklich irgendwann durch die Map glitche. Holy moly. Aber da ist ein Resonator mal wieder. Sehr gut. Kann man direkt wieder rüberspringen. Achso, hier ist Wasser. Ah. Ah, da ist noch ein Resonator. Wir doch auch mit. Sehr gut. Ungefährer Standort. Ah ja. Dann dürften wir aber trotzdem jetzt so langsam mal da sein. Irgendwo da in die Richtung weiter 700 noch.
Arcade wahrscheinlich ganz da oben. Jo. Da wird angezeigt. So. Hi. Nee. Wollte nicht. Nein, ich will es nicht markieren, danke. So, dann referieren wir den mal. Easy, haben wir alles. Haben wir ja sonst noch was Interessantes gerade? Nö. Dann würde ich sagen, jetzt erst Dissonanzspitze und dann Lager, I guess, oder? Das da rein, das da rein und dann pattert. Ups. Dann können wir am besten einmal hier kurz aus der Atmosphäre raus, dann sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Sekunden geht das alles ein bisschen entspannter. Ist das wieder an so einer Klippe? Die sind immer mit Abstand am beschissensten. Das Feuer sieht jetzt nicht allzu bad aus. Unterbewusstsein sondieren. Dann stellen wir das Ding einmal wieder her. Geht ja vergleichsweise schnell, muss man ja sagen. Und ist immer im B-Tier, da kann es sich durchaus schon mal verlohnen. Hat immerhin dann den Vorteil, wenn ich es verwerte, habe ich eine Chance auf Lager-Dinger. Und die bräuchte ich ja dann für die drei neuen Schiffe. Beziehungsweise auch für den Solarsegler bräuchte ich das auch noch. Man kann eigentlich nie genügend Lagerplätze haben. Muss man einfach sagen. So, Regieren präsentieren. Pattert. Ja, wollte sagen, hier sind doch auch noch Werte, also Wissensteine. Die nehmen wir doch noch mit. Zufällig hier auch noch was Interessantes in der Nähe, was man eben mal mitnehmen kann. Also das Wächterraumschiff, das sieht jetzt nicht zu bad aus, aber so ganz hat es mich noch nicht überzeugt. Aber das ist ja auch immer noch mal was anderes, wenn man... Oh nein, ich lande jetzt nicht direkt auf ihm, oder? Aber nicht explodieren, bitte. Das ist mir gerade ein bisschen zu close. Ja,
Da ist das schon angenehmer. Wunderschön. So. Hallo. Vergleichen. Schiff beanspruchen. Ja, wobei. Vom Aussehen her. Das ist eigentlich schon ganz cool. Doch, das gefällt mir eigentlich schon sehr. Das ist ein Schaler, braucht halt kein Mensch, aber. An sich. Vom Modell her nicht schlecht, dadurch, dass diese Flügel sich so an der Seite so schräg klappen. Hat schon was. Ist halt leider nicht unbedingt in meinem Farbton. Aber ist ein Badge. Kann man lassen. So, jetzt ist nur die Frage. Jetzt geht's dann erstmal einmal. Auf zu dem zurück. Wie viel Schild habe ich denn hier? Nicht so viel, das heißt, ich sollte einen Kampf vermeiden. Wäre halt witzig, wenn ich das hier so schaffen würde wie im Guide-Video wegen Wächterraumschiff. Von wegen dem Duplizieren von einem freaking S-Klasse. Wait, what? Habe ich da gerade richtig gesehen? Wenn da zwei Dissonanzresultate. Waren da gerade zwei Resonatoren auf einem Haufen? Oder habe ich mich gerade so verguckt? Mir war gerade so, als ob aus der Richtung. Habe ich mich gerade so verguckt? Nee. Wollte sagen. Zwei Resonatoren auf einem Haufen. Nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Easy. Das sagen wir doch nicht nein zu. Oh shit. Da wäre ich. Hätte ich fast sehr, sehr, sehr viel Damage im Fallschaden gekriegt, weil ich nicht auf Jetpack geachtet habe. Ich hab dem geholfen. Und auch wieder einiges. Da können wir mal kurz gucken. Haben wir schon wieder 1200 leere Modes. Schalten wir jetzt einfach peu à peu einfach mal alles einmal so weit frei.
Machen wir direkt nochmal einen nächsten Dissonanzausschlag. Die Frage ist, ich glaube, ich habe zu viele Raumschiffe gerade schon. Im Zweifel. Nee, ich glaube, ich mache das erstmal so. Verticke den da eben. So Wächterraumschiffe selber entwerfen wäre halt auch schon geil, oder? Vom Platz her, also man muss halt sagen, Wächterraumschiffe haben halt vergleichsweise so dermaßen viele Vorteile. Die haben halt super viel Lagerraum. Die haben vergleichsweise hohe Werte trotzdem schon. Ich meine, das ist ein B-Tier und das hat so schon 642 Hyperraumantrieb, weil Lichtjahre Hyperraumantrieb. Manövrierbarkeit ist durchaus solide, Schadenspotenzial ist solide, Schildstärke ist okayisch. Also man muss halt sagen, Schild sind die meistens schon eher schlecht. Aber der Damage alleine durch die Wächterkanone ist halt insane. Schotten wir das Ding nochmal. Holen dann direkt mal ein paar neue. Und dann können wir noch eben einmal hier noch mit vorbei. Wir können einmal sagen, einreichen. Dann können wir das auch noch einmal eben machen. Gut, vermisste Personen finden machen wir auf jeden Fall nicht. Aber hier können wir garantiert auch nochmal eben genau. Das Ding können wir noch holen, dann können wir das Ding holen, dann können wir witzigerweise das Ding auch wieder spenden. Geborgene Glas können wir auch spenden. So, da können wir sagen, Bergungsanalyse, 24 Millionen, Schrott beanspruchen. Dann können wir den ganzen Bombs hier einmal verticken. Verkaufen. Wo haben wir es denn? Da. 24 Millionen. Ich muss auf lange Sicht auf jeden Fall noch ein exotisches abtreten. Ich will das aber eigentlich dann gleich so machen, dass ich, wenn ich eins abtrete, direkt sage, ich packe ein exotisches wieder in mein Geschwader rein. Dass mein Geschwader dann aus in der vier exotischen besteht, die
lasse ich, glaube ich, auch sogar alle dann ausgerüstet. Weil, why not? So. Mittlerweile habe ich sie ja so ein bisschen, ne? Kann man jetzt natürlich drüber streiten, wer dann Verschwendung und so, aber ich denke mir dann so, ja, egal. No Man's Sky gönnt, da muss man auch mal No Man's Sky gönnen. Und gönnt zwar nicht immer und vergleichsweise dann doch zwischendurch mal ein bisschen sehr wenig, aber... Interessantes. Ah, hier war noch was. Und die beiden Sachen können wir uns auch nochmal angucken. Oh, Emerald, das auch. Laufen gehen. Fast ein bisschen steil wieder. Das ist jetzt nur eine C-Klasse sogar. Oh, das kann eigentlich weg. Oh. Unterbewusstsein sondieren. So ist das, wie es ist. Von dem Wächterraumschiff eine S-Klasse würde ich schon nehmen, ne? Also, da gibt es schlechtere Wächtermodelle. Hier einmal bei so für euch. Unten links seht ihr jetzt die Glyphen. Wenn ihr hierher kommen wollt und euch das Wächterschiff auch gefällt, dann einfach da die Glyphen mit dabei packen. Dann kommt ihr auch hierher und dann müsst ihr nur nach dem Wächterraumschiff aussuchen, dann habt ihr das Modell. Falls es euch interessiert. Ich weiß noch nicht, ob es Unterschiede gibt zwischen Hardcore Permadeath Run, also beziehungsweise Permadeath Modus oder Normal, was so die gefundenen Sachen angeht. Eigentlich nicht, jedenfalls nicht vom Modell her. Sollte also klappen. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber... Sollte eigentlich schon passen. Ansonsten einfach gerne mal das nochmal zeigen mit den gleichen... Also irgendwie ein Screenshot, wo ihr die Glyphen dann nochmal zeigt mit dem Wächterraumschiff, dass ihr hier ein anderes dann habt. Hier präsentieren. Blablabla. Hier ist aber auch gefühlt alles voller Räuber, ne? Alles voller Katzen. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass der Dissonanzplanet halt sehr weit weg ist von der Raumstation. Und in der Weltraumanomalie kann man ja leider keine Schiffe zerlegen. Ist halt ein bisschen doof. Ist ja halb so wild. An sich ist es echt not bad, ne? Also auch das mit diesem Kreis in der Mitte gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Kanonen sind schön positioniert. Ist jetzt nicht das beste Modell, ist jetzt aber auch nicht das schlechteste.
Bin mir gerade nur am überlegen, ob ich einfach auf einem anderen Dissonanzplaneten mich aufmache. Ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Idee. Andererseits, den hier als... Ja. Ist halt immer so ein bisschen die Qual der Wahl, ne? Da ein besseres Modell zu finden, ist halt auch dann schwierig. So, Raumschiffverbesserung, Bergungsanalyse, 18 Millionen für Veranspruchen, passt. So kann man auf jeden Fall auch vergleichsweise schnell Profit machen. Hatte nur noch kein Lack mit Lagerraumdingern. Aber ich würde sagen, ich mache das jetzt vielleicht noch. Ja, ein paar Mal mache ich es wahrscheinlich noch. Mache ich mich auf einem anderen Planeten auf. Entweder ihr seht dann im nächsten Part. Wie ich ein S-Tier habe oder wir sehen uns auf dem Frachter, wie ich mich quasi losmache zu einem anderen System. Deshalb sage ich erstmal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Rest der Woche. Bis dann, adios, ciao.